besitzt eine Gabe, die ihre Bestimmung übersteigt. Ich fürchte, da irrt ihr euch. Ich habe keine besonderen Kräfte. Aber als ich von der Hochzeit hörte, war ich überaus froh. So hätte ich Noctis vielleicht noch einmal treffen können. Und wäre es nur für einen Augenblick gewesen. Etwas in mir war über alle Maßen glücklich darüber. All meine Kräfte will ich einsetzen, um Noctis bei seiner Aufgabe zu helfen. Okay. Sie war immer besorgt, euch eine Last zu sein. War sie aber nicht, oder? Nein, niemals. So, weiter. Schön. Ich speichere jetzt erstmal ab. Ach, geht schon wieder nicht. Für immer Nacht bleiben, die ganze Welt. Das muss ein Albtraum sein, wirklich. Das ist das Ende der Welt. Wie schrecklich. So. Dann wollen wir mal jetzt, ne? Wir sind dabei, die beschädigten Waggons auszutauschen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr weiterfahren wollt, okay? Wenn ihr euch ausruhen wollt, nehmt den Speisewagen. Gut. Machen wir. Kann ich jetzt speichern? Jupp. Speichern. Ja. Und dann gehe ich jetzt in die wohlverdiente Pause. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss. Willkommen bei dem Spiel Final Fantasy zurück. Ups, falsche Lautsprecher. So, jetzt ist der Ton auf der richtigen Stelle. Es wurde gerade nur gesagt, wir können los. Wir können jetzt erstmal so einen Speisewagen ruhig reingehen können. In der Zeit können wir aber mal gucken, ob es nicht hier irgendwas zu finden gibt. Etwas Geduld. Wir arbeiten daran. Wie lange wollt ihr uns noch hier warten lassen? So, zum Glück ist dann das überhaupt nur Leben, ehrlich gesagt. Ey, wirklich, immer diese Spinner, die denken, müssen alles irgendwie erzwingen. Die sind gerade. Schaut doch mal die Leute an, die sind gerade. Es ist die ganze Zeit dunkel. Kurz vor dem Tod. Ja, gerettet worden. Wie lange wollen sie uns noch hier warten lassen? Die spinnen doch wohl echt. War der zumindest. Nichts würde ich den über die Brücke werfen. Soll mir nicht was sagen, aber. Nur ich bin. Der kann froh sein, dass ich im Waggon war und den gerettet habe. Ey, solche Kunstbanausen. Aber solche Spinner gibt es wirklich überall. Die gibt es wirklich richtig überall. Und es ist wirklich so anstrengend, diese Menschen. Die nicht erkennen, was eigentlich, was das Gute im Leben daran ist. Die einfach nicht erkennen, warum, dass man auch mal Danke sagen kann. Oder die auch nicht erkennen, dass eigentlich gerade was gewaltig schief gelaufen wäre, wenn nicht da irgendwo eine Hilfe da gewesen wäre. Die einfach die Augen davor verschlossen halten. Im Gegenteil. Die dann denken, das wäre alles selbstverständlich. Die sollte man eigentlich mal links stehen lassen. Mal komplett auf sich selbst gestellt lassen. Die wird nicht lange überleben, diese Schweinehunde. So. So. Hey. Bereit so. Zur Weiterfahrt? Ja. Hilft an Bord. Wo sie einst lebte. Wahrscheinlich die Prinzessin. Keine Leia. Sorge, um die Flüchtlinge und Passagiere kümmern wir uns schon. Nur bis auf den einen. Ist die Hölle. Also, gebt auf euch acht. Bis auf den einen Passagier, den könnt ihr von der Brücke ebenfalls. Werfen. Also, man sieht sich.
Schneit. Comedy pushen knocked. Ja, sowas habe ich auch gedacht, wo ich jetzt auf dem Land war und gesehen habe, es schneit. Es gibt auch sowas wie Schnee. Ich habe ja vorher, wie gesagt, viele, viele, viele Jahre in Berlin gewohnt und da hatte ich nicht letztes Jahr, das ist ja seit vor kurzem, aber vorletztes Jahr im Winter, also wirklich im Winter, so ungefähr 15, 16 Grad konnte ich noch Tomaten ziehen. Das Pilzkraut ist draußen gewachsen, konnte ich noch als Gewürz nehmen. Und solche Sachen. Der Balkon war eine grüne Oase im Winter. Das muss man sich mal vorstellen. Da kam überhaupt keine Kälte in die Stadt rein. Durch diese ganzen Menschen, durch diese ganzen Autos, durch die ganzen Kraftwerke, durch die ganzen Wohnhäuser und alles Mögliche, die ganzen Plattenbauten und alles Mögliche. Ist die Stadt sowas von aufgewärmt? Das ist nicht normal. Wir sind jetzt aufs Land gezogen und ich hab das erste Mal Schnee gesehen nach vielen, vielen Jahren. Sehr geehrte Fahrgäste, wir hoffen, Sie genießen den Rest der Fahrt bis zu unserer Endstation in Gradea. Wir melden uns, wenn es was gibt. Draußen schneit es. Hier drin ist es auch kalt, was? Muss am Grab der Eisgöttin liegen. Tod nützt sie uns herzlich wenig. Hauptsache, wir kommen heil dran vorbei. Und heil aus der Höhle des Löwen. Bin ich froh, dass es die Pause-Taste gibt. Gut, sie funktioniert sogar. Und hättet ihr jetzt was gehört, was ihr nicht zu hören bekommen solltet. Bis zur Ankunft kann Nocte sich frei und sich bewegen. Hat wieder jemand irgendwas verloren? Eventuell? Vielleicht? Mal sehen. So, kommt das vielleicht als Animation, die tote Prinzessin als Skelett hervorgestochen? Ist ein Zug, in dem man echt leben kann. So. Krass. Ich werde hier richtig reich beschont. Beschenkt. Ey, was ist denn hier los? Bedeutet, dass ich kann in Kralea einkaufen gehen und sollte mir besonders viele Heiltränke kaufen. Denn unser Auto. Im Mann, wo ist mein Auto? Das ist mein Auto. Das ist nicht normal, wenn auf einmal so viel zu finden ist. Und überhaupt nicht normal. Und man quasi. Ja, das kann man ja alles verkaufen. Davon kann man sich viele, viele Heiltränke und Phönixfeder-Elixiere kaufen. Vor allem, man kriegt ja viele Elixiere irgendwie. Da ist doch irgendwas faul. Ja, so schön wie das jetzt hier aussieht und wie das jetzt hier ist. Aber das stimmt doch irgendwas nicht. So. Ja, der Zug gefällt mir wirklich. So, mal gucken, ob hier nicht irgendwas glänzt. Vor Goldtalern oder ob der Spinner wieder irgendwo am Ende des Zuges ist. Okay. Na, mal gucken, wie die Ausbeute hier ist. Oh, Telefon. Prinzessin Luna von den Toten. Ja, was gibt's? Okay, verstanden. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Was war denn da die Aufgabe, ehrlich gesagt? Ich bin gelaufen. Hab einen Zug erkundet. Jo,